zum Programm Schussfede, Zuschauernachrichten der Heute Redaktion. Die Gespräche von Bundeskanzler Kohl in Mexiko haben neue Perspektiven für die deutsche Außenpolitik eröffnet. Dies erklärte Kohl zum Abschluss seines Besuchs in Mexiko-Stadt. In einem zweiten Treffen mit dem mexikanischen Staatspräsidenten Miguel de la Madrid vereinbarten beide Politiker, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verstärken. Kohl setzte sich besonders dafür ein, mittelständischen Unternehmen der Bundesrepublik die Gelegenheit zu Investitionen in Mexiko zu geben. Die Organisation erdölexportierender Länder, OPEC, will ihren Ölpreis nicht erhöhen. Darauf einigten sich die 13 Minister auf einer Konferenz in Wien. Auch die Gesamtfördermenge bleibt unverändert. Die OPEC begründete ihre Entscheidung vor allem mit dem gegenwärtigen Überangebot von Rohöl auf den Weltmärkten, das durch die Anlieferung anderer Staaten entstanden sei. Der Kurs des US-Dollar erreichte an der Frankfurter Devisenbörse ein 10-Jahres-Hoch. Er übersprang am Mittwoch die Marke von 2,84 Mark. Das ist die höchste Notierung seit Januar 1974. Der Höhenflug verteuert die deutschen Importe, die auf Dollarbasis abgewickelt werden. In erster Linie Erdöl und andere Rohstoffe. Freie Fahrt soll es in Kürze an den Grenzen der Bundesrepublik zu Belgien und Frankreich geben. In Bonn wurde eine deutsch-französische Vereinbarung über den Abbau der Grenzkontrollen vorgelegt und soll noch in dieser Woche unterzeichnet werden. An der Grenze sollen bei fließendem Verkehr dann nur noch Sichtkontrollen stattfinden. Nach Mitteilung des Grenzschutzes in Aachen soll an der deutsch-belgischen Grenze ab 16. Juli genauso verfahren werden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin erwartet keine nachhaltigen negativen Auswirkungen des langen Streiks in der Metall- und in der Druckindustrie. Die Produktionsausfälle könnten im zweiten Halbjahr 84 zum größten Teil wieder aufgeholt werden. Auf dem Arbeitsmarkt wird es nach Auffassung dieses Instituts allerdings keine tiefgreifende Besserung geben. Die Haftpflichtversicherung für Autos wird teurer, und zwar ab Anfang nächsten Jahres. Der Verband der Autoversicherer HUK begründete dies mit dem höheren Aufwand für Schadensregulierungen. Deshalb würden auch die Rückvergütungen an die Kunden in diesem Jahr niedriger ausfallen als im vergangenen. Die Gewinnzahlen im Mittwochslotto: 4, 5, 15, 17, 19, 25, 30, Zusatzzahl 31. Ich wiederhole: 4, 5, 15, 17, 19, 25, 30, Zusatzzahl 31. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Und hier noch die Wetteraussichten. Wechsel zwischen starker Bewölkung und sonnigen Abschnitten. Einzelne Gewitter, Höchstwerte 20 bis 30 Grad im Südosten, darüber. Damit, verehrte Zuschauer, ist das Programm des ZDF beendet. Wir wünschen eine gute Nacht.